Was ich sehr lustig finde, wenn Leute, sei es so die Geschichte über die Homo-Ehe auf der Bühne erzählt, wenn Leute mit ihren Teenager-Kindern bei mir im Programm sind, und vielleicht so Teenager-Kinder, gerade so Söhne, wo sie sich vielleicht nicht so ganz sicher sind, ja, dann kommen die anschließend immer, wenn ich dann draußen stehe, irgendwie kommen die zu mir und schubsen die so auf mich drauf. Das geht mir so, sprich mal mit dem Mann. Lass dir das mal ganz unverbindlich. Vielleicht wäre das ja was für dich. Wer weiß? Das ist toll. Und einmal kam eine Frau, da war ich irgendwie in Stuttgart, kam eine Frau zu mir und hat gesagt so: Wir sind ja auch sehr oft in Köln. Wir haben da nämlich einen Freund, der ist auch von ihrer Art. Was für eine Art? Homo sapiens oder was? Gut, ich weiß, sie wollte ja nur politisch korrekt sein, aber das ist manchmal schwierig, oder? Ich erlebe es selber ständig. Ich bin kürzlich nach Berlin gefahren, neben mir ein Typ im Zug, der offensichtlich abgeholt werden sollte. Und er hat sich am Telefon beschrieben und hat so gesagt, nur, dass Sie mich gleich erkennen, ich trage eine helle Hose und ein helles Hemd. So. Das ist jetzt noch nicht lustig. Jetzt muss man aber dazu sagen, der Typ war Schwarzer. Der einzige Schwarze im ganzen Zug. Und ich stand daneben und ich dachte mir, platzt der Kopf. Weil ich die ganze Zeit sagen wollte, ich wüsste noch ein anderes Erkennungsmerkmal. Aber das kannst du ja nicht sagen. Ja? Will ja nicht auf sein Äußeres reduzieren, also halte ich mich zurück, sag nichts. Ja? Wir steigen zusammen aus, ich höre, wie er weiter telefoniert, zu mir runterguckt und sagt, ach so, neben mir läuft so ein kleiner Skinhead. Was? Politische Korrektheit, ganz schwieriges Thema. Ich erlebe das jede Woche, ich habe eine türkische Putzfrau. Jetzt muss ich mal fragen, hat hier jemand eine Putzfrau? Männer, deutet jetzt nicht auf eure Frauen. Das, noch ist der Abend schön. Ja. Kürzlich hat sich sofort jemand gemeldet, geschrien, ja ich. Ich habe gefragt, wie heißt sie denn? Anna, wo kommen sie her? Aus Kasachstan. Habe ich gefragt, und angemeldet, dann war Stille. Ich hatte Ebi aus der Türkei, tolle Frau. Das einzige Problem ist, sie war mit meinen Reinigungsmitteln nicht so einverstanden. Nee, weißt du, ich, guter Deutscher, habe noch so Öko-Quatsch gekauft. Ja, so Froschneutralreiniger. Calendula-Sanddornspülmittel. Aus dem Basic-Supermarkt. Wo der Schmutz nicht entfernt, der wurde sozialverträglich aus der Wohnung diskutiert. Du brauchst eine Türkin nicht mitkommen. Ja. Irgendwann komme ich nach Hause, liegen alle meine Reiniger im Müll, nebendran ein Zettel von Ebi, mit schwule Scheiße kannst du selber buzen. Dann habe ich nur noch solche Hämmer gekauft, weißt du, so Bref Power Gel und WC Blitz. Also Reiniger, nicht nach Reiniger klingt, sondern nach Russlandfeldzug. WC Blitz! Wo kommt das her, dass Reiniger jetzt wieder so scharf sein müssen? Deos genauso. Erinnert ihr euch, vor 5 Jahren sind wir alle noch ins Reformhaus gerannt, ja, und haben so Salzkristall-Ionenstift unter die Achsel geschmiert. Ja, oder höchstens mal ein Pumpspray. Pumpspray, so. Pumpspray, was sich mal anfühlt, als hätte ihr ein Eichhörnchen unter die Achsel genießt. Aber jetzt hier dieses Rexona 72 Wochen Deo. Machst du einen Arm und es geht immer so. Bah! Und Reiniger genauso. Ja? Ebis Lieblingsreiniger, Silit Bang. Silit Bang. Und das war auch noch zu schwach für Ebi. Die braucht kein Silit Bang. Die braucht Silit Kavoom. Immer wenn ich im Radio sowas gehört habe, wie Algenpest in der Nordsee oder Fische sterben im Rhein, dachte ich mir immer so, oh, Ebi.
Ja, aber Ebi hat es gekündigt und traurige Geschichte. Aber es bin nicht ich schuld, mein Hund schuld, die Bärbel. Das ist auch nur lustig. Ich wollte immer einen Hund haben, der Bärbel heißt. So, jetzt habe ich. Gut, ist ein bisschen doof, weil er ist ein Rüde. Aber hey, in Köln merkt kein Mensch. Nein, das Problem war, Bärbel hatte sich in einem Fisch gewälzt. So. Und Hundebesitzer wissen das, das ist ekelhaft. Du musst sofort nach Hause duschen. So. Und dann habe ich dann auch gemacht, habe sie geduscht und sie hasst es. Ja, sie hat sich gewehrt und gewinselt und geschüttelt. Und dann war ich natürlich auch komplett eingesaut. Ja, dachte mir so, naja, komm, dusch halt auch gleich selber. Das habe ich dann auch gemacht. Dann waren wir beide fertig und ich habe die Badezimmertür aufgemacht. In dem Moment kam meine Putzfrau in die Wohnung und sieht also folgendes Bild. Ach, stellt es euch einfach vor. Und ich sage auch noch den Satz, ja, Bärbel, ich weiß, dass dir das nicht gefällt, aber da musst du eben durch.